ja, im leichten Gelände ist der Suzuki Vitara schon immer echt ganz gut gewesen. Es ist gar kein so ein schlechter Offroader. Er kommt ja aus dem Offroad. Wer sich schon an den Vitara erinnern kann von 1988, der weiß, das Auto, das ist schon eine halbe Legende so. Damals sah es noch ganz anders aus. Damals war das Auto hinten noch halb offen und mit einer Plane bedeckt. Man konnte es aufmachen und damit über den Strand fahren. Mit dem Auto kann man natürlich auch noch über den Strand fahren, aber es sieht natürlich nicht mehr so aus wie der Vitara von 1988. Ja, heute haben wir den Suzuki Vitara hier stehen, wie schon gesagt, als Hybrid, als All-Grip-Version, also nicht nur mit Frontantrieb, sondern als Allradantriebsversion. Hier in der volle Hütteausstattung, in der Top-Ausstattung, die jetzt hier steht. Ich nehme es gleich vorne weg für etwas über 31.000 Euro. Wenn Sie gut mit Ihrem Händler sind, dann macht er Ihnen sicherlich ein Angebot, ein gutes Angebot von deutlich unter 30.000 Euro für dieses Auto hier. Aber wir wollen uns dieses Auto mal heute richtig anschauen, denn wir testen ja bei automativ.de und damit ein herzliches Willkommen nicht nur die Autos, die so allgemein hier rumfahren, sondern die Autos, die wir interessant finden. Und das Auto, das fand ich interessant, der Vitara, den kenne ich schon aus meiner Kindheit. Wie ich schon gerade eingangs sagte, gerade mit dem ersten Vitara, der war ja eigentlich immer in jedem Spielzeugset dabei und so. Da kennt man dieses Auto schon. Er sieht jetzt hier deutlich anders aus, aber das Auto hier, das ist eigentlich nur ein Facelift. Wenn wir mal vorne anfangen, haben wir diese typische Scheinwerfersignatur hier ein bisschen geändert. Wir haben da unten, also im Vergleich zu dem vorigen Modell, wir haben da unten ein bisschen mehr Chrom und so. Da sieht er von der Signatur her noch ähnlich aus wie der Vorgänger. Deswegen sage ich, okay, das ist eigentlich nur ein Facelift. Aber er sieht ganz nett aus, vor allem mit dieser Zierleiste hier in Türkis-Chrom. Das sieht ganz cool aus, trennt so die Scheinwerfereinheiten hier und da unten. Da sieht man, Suzuki sagt zwar, das sind LED-Scheinwerfer, sind es auch. Natürlich auch keine Voll-LED-Scheinwerfer, deswegen sind da unten noch Glühbirnen drin als Blinker. Hier haben wir noch ein leichtes Tagfahrlicht hier an den Seiten, unten Nebelscheinwerfer sind noch am Start, so wie es auch für einen Offroader gehört. Und hier oben haben wir jetzt komplette LED-Scheinwerfer, Abblendlicht als auch Fernlicht. Wir haben keine automatische Steuerung dieses Lichts, deswegen bleibt es bei den ganz normalen LED-Scheinwerfern, aber mit denen sieht man nachts auch wirklich gut. Die machen einen sehr, sehr guten Job. Hier sind sie serienmäßig dabei in der Comfort Plus Variante. Wir haben hier bei Suzuki beim Vitara drei Ausstattungsvarianten. Die Club Variante, die Comfort Variante, die Comfort Plus Variante. Die Comfort Plus Variante ist ja wie gesagt diese volle Hütte. Wir haben hier zum Beispiel ein riesen Panorama-Glas-Schiebedach noch, was man aufmachen kann vorne. Das sieht richtig gut aus und das sieht auch für den Innenraum richtig gut aus. Bringt noch mal ein bisschen mehr Fülle rein in dieses Auto. Und dann haben wir natürlich auch die LED-Scheinwerfer, aber die sind auch schon in der Komfort-Variante serienmäßig. Und wir haben dieses Auto hier natürlich mit All-Grip, habe ich ja schon gesagt. Wenn wir das Auto nehmen, nur mit Vorderradantrieb, also nur die Vorderachse angetrieben, dann haben wir die Ausstattungsmöglichkeiten zwischen Club und Komfort. Da gibt es keine Komfort Plus Variante. Die Komfort Plus Variante, die gibt es nur bei der All-Grip-Version, also bei der Allrad-Version. Ja, genau, die Front schaut also gut aus. Es ist natürlich nicht mehr so ein Offroader, wie er früher war. Er ist sehr lifestyleig geworden, so dass er auch in der Stadt schön irgendwie gut aussieht, sich integriert, vor allem auch in diese Außenfarbe, die ich sehr schön finde. Cold Irish Blue Metallic, glaube ich, heißt sie, genau. Kostet ein bisschen Aufpreis. Es gibt noch ein intensiveres Türkis. Da gibt es noch eine Stufe weiter als dieses. Da strahlt er noch mal mehr, sieht noch mal aus nach einem schönen Mädchenauto. So, wir haben hier dann Beplankungen vorne. Natürlich auch, bevor ich es vergesse, haben wir hier noch einen Unterfahrschutz da unten. Aber das ist alles Kunststoff. Da ist auch nichts noch da, dass man irgendwie hier sieht, da ist eine harte, ja, ein bisschen, aber keine wahnsinnige harte Stahlbeplankung da unten, so ein bisschen Unterfahrschutz gibt, dass hier nichts gegen den Kühler kommt, weil der Kühler, der sitzt hier unten relativ dicht am Boden und auch dicht hinter diesen Kunststoffeinlässen hier unten. Aber es ist gut, dass hier vorne alles Kunststoff ist, da kann schon nichts passieren, wenn man hier, wie hier zum Beispiel, über Schotterpisten fährt. Ja, genau, dann haben wir hier so ein bisschen so eine Signatur am über dem Kotflügel, so ein Flitzer hier. Normal sitzen die Flitzer ja
hier an der Seite immer, den gibt es optional noch im Suzuki Teile Zubehör Shop noch gemacht. Ja, sieht okay aus, weiß jetzt nicht, was es bedeuten soll. Dann haben wir hier 17 Zoll Leichtmetallfelgen serienmäßig. Da wir jetzt auf Winterbereifung stehen, haben wir hier schöne Bridgestone, auch 17 Zoll. Diese Felgen sehen zumindest so aus oder sind ja auch glanzgedreht und noch mit schwarzen Lackierungen innen in den Streben versehen. Das sieht ganz gut aus. Da gibt es natürlich noch andere Designs im 17 Zoll Design. Jedenfalls sind die in der Komfortvariante aber auch schon serienmäßig. Dann haben wir die Außenspiegel hier. Die haben integrierte Blinkereinheiten. Das ist in der Komfort Plus Variante serienmäßig. Und wir haben noch einen toten Winkelwarner hier in den Spiegeln drin, der dann auch noch aufleuchtet. Das ist ganz hilfreich, auch bei längeren Autobahnfahrten, dass man hier sicher unterwegs ist. So, dann haben wir an der Seite natürlich die Außenlackierung noch abgesetzt in Bicolor mit einem schwarzen Dach. Sieht ein bisschen schöner aus. Da wird auch das Greenhouse hier oben noch ein bisschen schmäler und sieht ein bisschen sportlicher, ein bisschen dynamischer aus, wenn das hier oben in schwarz abgesetzt ist, ganz genauso wie die Spiegel hier. Das ist lackiert, das ist keine Folierung, das ist also sehr gut. Wir haben eine ganz schöne Topografie in der Tür, in den Türen hier drin. Die Türen, die fassen sich auch in Ordnung, auch für diese Preisklasse ist man da nichts anderes gewohnt. Sie sind leichtgängig und man hat sie ganz ordentlich in der Hand, das passt schon. Hier eine ganz grobe Kunststoffbeplankung hier, soll natürlich ein bisschen den SUV-Offroad-Look nochmal unterstreichen. Hält natürlich in Wahrheit nicht so wahnsinnig viel aus, aber ist zumindest steinschlagresistent. Genau, Bodenfreiheit hier haben wir ordentlich, sodass man auch ein paar hügelige Passagen damit gehen kann. Ja, hier hinten. Hier haben wir komplett zugeplankt mit irgendwelchen Schriftzeichen und Logos. Wir haben hier Suzuki-Zeichen, Suzuki-Schriftzug. Dann haben wir hier den Namen des Autos, Vitara. Hybrid und Allgrip. Allgrip ist Allradantrieb, hatte ich ja schon gesagt. Hybrid ist in Wahrheit eigentlich nur, und jetzt kommen wir auch zur Motorisierung, da mache ich auch gleich vorne nochmal auf, ist in Wahrheit natürlich nur ein Mild Hybrid, also kein wirkliches Hybridfahrzeug. Es ist hier wie bei Suzuki Swift Sport zum Beispiel, hatten wir ja auch, oder beim normalen Suzuki Hybrid, ein 48 Volt Mild Hybrid System hier verbaut, das mit einem ISG, also einem Startergenerator, direkt an die Kurbelwelle angeflanscht ist. Und so generiert dieses Auto während der Fahrt und während des Bremsvorgangs vor allem oder während des vom Gasgehens, generiert es ein bisschen Stromenergie und speist es ein in die Batterie, was man beim Beschleunigen oder beim auf die Ampel hinrollen wieder nutzen kann. So haben wir hier mit diesem Auto, jetzt müssen wir noch mal einen Kameraschwung nach vorne machen, weil ich jetzt gerade am Motor bin, deswegen passt es jetzt auch thematisch, den Motorraum zu öffnen. So, da ist er. Genau, haben wir hier 129 PS aus dem 1,4 Liter T-Jet Motor. Natürlich keine Gasdruckfedern, das hat man sich gespart hier. So, haben wir hier einen relativ überschaubaren Raum. Hier sind überall Löcher, hier kann man schön durchgucken, überall schön auch noch montieren und selber ein bisschen Hand anlegen. Das ist sehr übersichtlich, das finde ich sehr schön. Hier sind auch keine Abdeckungen, man sieht hier einfach alles. Finde ich gut, dass man hier die Sachen da noch alle sieht und selber machen kann. Ja, also wie gesagt, da unten sieht man auch die ganzen elektrischen Komponenten, die da angeflanscht sind an die Kurbelwelle. Genau, wir haben 129 PS hier in einem 1,5 Liter Motor. Insgesamt das System, Drehmoment liegt bei 235 Newtonmeter und diese E-Maschine, die da unten angeflanscht ist, die man da ja sieht, die bringt nochmal 10 Kilowatt Leistung und man spürt es ein bisschen, vor allem wenn man es weiß. Wenn man es jetzt nicht weiß, dann merkt man beim vom Gas gehen, dass es rekuperiert, dass der Widerstand einfach kein normaler Rollwiderstand ist, werden wir auch gleich noch sehen, sondern dass es eben ein bisschen mehr bremst, also dass man nicht schön Freilauf hat, sondern es bremst ein bisschen mehr. Klar, und das ist genau das, dass damit die E-Maschine den Akku, die Batterie, wie auch immer man das nennen mag, eigentlich sein Akku lädt. Ja, ganz gut. Die Motorklappe, die ist ein bisschen schwer. Die ist aus Vollstahl noch, da könnte man noch ein bisschen was sparen, aber klar, das ist natürlich teuer. Hinten haben wir Privacy-Verglasung, das ist ganz schön dunkel, das ist die dunkelste Stufe, die in Deutschland, in Europa zulässig ist. Das sind diese 75%, glaube ich, nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall ist das in der Komfort-Plus-Variante als auch in der Komfort-Variante serienmäßig. 375 Liter sieht man jetzt hier in dem Abteil. Das ist gut nutzbar. Auch die Ladekante ist ordentlich. Die ist ein bisschen höher als kniehoch. Da kann man gut einladen. Und vor allem, wir haben hier einen doppelten Ladeboden noch drin. Und dann nochmal darunter das ganze Werkzeug und so. Damit kann man schon arbeiten. Man hat hier auch variable Paneele, die man hier rausnehmen kann. Und dann kann man auch längere Sachen hier quer hinten reinschieben. Das ist ganz gut, auch wenn sich natürlich diese Plastikteile nicht wahnsinnig gut anfassen. Aber wann hat man die schon mal in der Hand, dann passt das schon. Von der Flexibilität passt das hier, wenn man hier alles umklappt. Die Rückensitzlehne im Verhältnis 60:40. Dann haben wir auch ein bisschen mehr. Jetzt ist der Vordersitz so ein bisschen nach hinten. Aber dann haben wir rund 1200 knapp Volumen hier hinten drin und das lässt sich schon ganz gut nutzen. Finde ich in Ordnung und vor allem auch die Heckklappe hier, wenn ich da runter stehe, bin ja 1,86 groß, komme ich auch nicht dran. Das kann man auch sehr gut hier mitarbeiten. Ja, Suzuki Vitara, eine Legende seit 30 Jahren, muss man schon sagen. Er sieht jetzt komplett anders aus als der erste Vitara, als man ihn so kennt, aber nicht unbedingt schlechter oder blöder. Ich finde ihn so von der Optik, klar, die großen Scheinwerfer hinten, die sind schon ein bisschen oldschool, finde ich, aber sind zumindest durchgefärbt in Rot und haben jetzt keine weißen oder noch schlimmer gelbe Elemente, Blinkerelemente drin. Das passt schon. Wir haben hinten auch Scheibenbremsen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man in dieser Fahrzeugklasse Scheibenbremsen hat. Wir haben eine Länge von 4,17 Meter. Das ist auch handlich noch in der Stadt. Und ich finde, für diese Abmessungen macht er zumindest hier auf diesem kleinen, hügeligen Schotterparcours eine ganz gute Arbeit, ganz schön viel Spaß kann man mit ihm haben. Das habe ich schon gemerkt, das haben wir schon gemerkt. Und das wollen wir jetzt auch noch ein bisschen hier herausfordern. Fokussieren uns aber natürlich nicht Offroad bei diesem Auto, sondern wir wissen, es kann es ein bisschen. Wir haben es hier ein bisschen ausprobiert. Hier ist ja ein bisschen hügelig. Fokussieren uns aber auch ein bisschen auf die Assistenzsysteme, auf wie er fährt und vor allem, wie stabil er ist. Denn da gibt es noch ein paar Mankos, die wir unbedingt ansprechen müssen. Bevor wir jetzt einsteigen und fahren, setze ich mich noch schnell hinten rein, denn auch hinten ist es ganz okay mit den Platzverhältnissen. Man kann hier ganz in Ordnung sitzen. Es ist wie immer die Rückenlehne auf Höhe der B-Säule eingestellt. Wir haben hier noch, und das ist in der Komfort Plus Variante eben typisch, noch diesen Stoff hier, der sich ganz gut anfühlt. Den kann man beschreiben mit ein bisschen Alcantara Velour mäßig und mit unterbrochenen, in Dreiecken und Vierecken unterbrochenen Fugen, die noch hier dazwischen reingehen. Fühlt sich ganz okay an, vor allem auch jetzt gerade in der kalten Jahreszeit wärmt das relativ schnell, merke ich. Und man rutscht nicht so sehr hin und her. Es bremst und wärmt und fühlt sich noch gut an, wenn man drüber streicht. Das ist also ein sehr schönes Material für die Sitzmittelbahn. Was nicht so schön ist, ist natürlich hier dieser ganze Hartkunststoff, der hier ist. Der fühlt sich nicht gut an. Aber gut, wir sind auch erstens hier bei Suzuki und zweitens auch in einem sehr preissensitiven Segment, was man eben hier, wo man hier andere Sachen geboten bekommt, zum Beispiel die Technik hier, da muss man hier wahrscheinlich oder offensichtlich drauf verzichten. Ansonsten ist natürlich toll, wenn man hier ein Glasschiebe-Panoramadach hat. Das gibt nicht nur Kopffreiheit nochmal nach oben, nochmal ein bisschen mehr Raum, den man auch messen kann, sondern natürlich auch deutlich mehr Licht hier im Interieur und ein deutlich entspannteres und allgemein entspannteres und angenehmeres Reisen hier auf der Rückbank. Was wir hier nicht haben, ist die Abdeckung der Türen, die den Schweller abdecken, sondern die Türen hören oben auf. Das heißt, hier, wenn hier Dreck hängt, wenn man hier ordentlich durchs Offroad gepflügt ist, dann kann man hier seine Beine hinten natürlich nicht sauber halten. Tankdeckel ist hier, den kann man nur aufmachen, wenn man, das finde ich immer, wenn ich an der Tankstelle stehe mit irgendeinem Testwagen und ich das immer nicht genau weiß, dann finde ich das immer richtig nervig. Bei Suzuki weiß ich es mittlerweile, dass man hier dann da unten dann irgendwie sucht. Manche Hersteller haben es hier bei den Fensterhebern, manche Hersteller haben es unterm Sitz oder ganz irgendwann ist es im Auto versteckt. Suzuki hat es eben auch versteckt, die Entriegelung von dem Tankdeckel. Aber wenn man es weiß, gut, klar, dann kann man sich natürlich dran gewöhnen und das passt
natürlich auch. So, jetzt aber fahren wir eine Runde und fahren vor allem noch mal kurz ein bisschen über Schotter und den Rest, den fahren wir dann Landstraße und Autobahn. So, man hört erstmal vom Motor recht wenig. Der ist relativ ruhig und auch hier drin scheint er ja, wie ein normaler Vierzylinder zu sein. Das ist alles ganz gut. Wir haben hier auch in der Komfort Plus Ausstattung eine analoge Uhr. Andere Hersteller sagen, das ist total oldschool. Wir räumen unsere analoge Uhr wieder raus. Ups, Weihnachtslieder, heute ist Nikolaus. Wir räumen unsere ganz normale Uhr wieder raus, analog. Es ist altmodisch und blöd, wir machen was anderes rein. Und Suzuki sagt, in der oberen Komfort Plus Ausstattung, in der vollen Hütte, ist das eben edel. Also eine digitale Uhr muss bei Suzuki hier rein. Hier haben wir ein 7 Zoll Display in der Mitte. Das ist auch ganz gut. Wir kennen das auch schon aus Suzuki Swift und auch aus den anderen Suzuki Varianten. Wir haben hier ein Multifunktionslenkrad mit einem dahinterliegenden ja, kleinen Mäusekino mittlerweile. Ist aber Farbdisplay zwischen den analogen Instrumenten. Rechts Geschwindigkeit, links Drehzahl und eine Tankanzeige noch und Wassertemperatur. Und dann haben wir hier am Lenkrad die Möglichkeit noch Sprachbedienung zu machen, auflegen, annehmen, Telefonanrufe und der Lane Assist, den man hier anwählen kann und auch wieder deaktivieren kann. Da links, das sieht jetzt nur die Kamera hier links, da kann man noch den Bergabfahrassistenten anwählen. Hill Descent Control kommt dann, genau, hat er nämlich auch als echter Offroader und man kann auch den Lane Assist hier komplett ausmachen und auch wieder anmachen, wenn ich hier länger drauf bleibe, glaube ich. Ja genau, dann ist er jetzt wieder an und hier ist er jetzt wieder komplett deaktiviert. Okay, 6-Gang Handschaltgetriebe, ihn gibt es nicht als Automatik und dahinter haben wir noch das Fahrdynamik-Regelrad hier. Hier kann man dann auch, das sieht man dann in dem Display hier, wenn ich hier einmal nach rechts gehe, dann ist er in, Moment, in Snow nach links und in rechts ist er dann in Sport. Das sieht aus wie in so einem Computerspiel von ja, Nintendo irgendwas 96 oder 97 und ich bin jetzt hier in Sport, will ich aber nicht. Wenn ich hier auf Push drücke, dann ist er im Automatikmodus, dann kommt auch Auto und dann kann ich auch noch Lock, muss ich im Schneemodus, genau, 4, also Allradantrieb und Lock, also die Differentialsperre dann nochmal gelockt. Es geht nur im Schneemodus, im Snowmodus, dann ist nämlich auch der Allradantrieb auf maximal 50% auf der Hinterachse. Genau, wenn wir jetzt hier ein bisschen, ist natürlich ein bisschen übertrieben, diese Sperre reinzumachen bei dem bisschen Kies, was wir hier haben. Aber warum denn eigentlich nicht? Dann habe ich schon komplett Allradantrieb an. Dann ist der Verbrauch natürlich auch ein bisschen höher, als wenn er nur auf der Vorderachse fährt. Aber ich habe zumindest hier noch dann immer optimalen Grip. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch so geht auf dem Gelände. Wir noch irgendwas finden, was spannend ist für das Auto. Also hier bei der etwas seichteren und langsamen Fahrt, vor allem hier im ja, hügeligen, auf dem hügeligen Matschweg, Schlammweg, Erdweg, da fühlt sich das Fahrwerk sehr straff an. Man spürt alles, wo man lang fährt. Das ist schon mal richtig gut, das gefällt mir. Die präzise, also die Gänge hier lassen sich auch präzise einlegen. Das Lenkrad hat ja ein bisschen Spiel, ein bisschen zu viel Spiel für meinen Geschmack. Und wenn ich jetzt auf Sport gehe, dann ändert sich das ganz leicht. Ganz bisschen ändert sich das, aber nicht wahnsinnig. Wir haben hier trotzdem ein sehr leichtgängiges Lenkrad mit einer relativ weiten Todeszone. Genau, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen gucken, also gerade für diese Untergründe ist natürlich der, okay, da sind jetzt hier Bahnschienen, da können wir nicht weiterfahren. Gerade für diesen Untergrund ist natürlich der Vitara echt eine gute Nummer. Er ist nicht zu viel Offroad, nicht zu viel Geländewagen, aber gerade so viel, dass man über solche unwegsamen Gelände gerade hier in so einer Hafenschottergegend fahren kann. Das passt ganz gut. Man kann auch ein bisschen flotter fahren, ohne dass es sehr unangenehm wird.
und auch ohne, dass es sehr unangenehm laut wird hier. Gerade auch bei dem Kopfsteinpflaster oder was es hier ist, geht es schon klar hier. Ich finde, man kann damit ganz gut umgehen. Auch gerade wenn ich jetzt hier auf dem ganz normalen Belag fahre und so, das passt schon sehr gut. Jetzt kommen wieder Kopfsteinpflaster und dann spürt man auch wieder alles komplett im Sitz und im Lenkrad. Aber es ist nicht unangenehm. Es ist so, dass man denkt, okay, ich muss ja auch wissen, wenn ich über solche Oberflächen fahre, worüber ich fahre. Und deswegen halte ich das für eine gute Abstimmung für diesen Geschwindigkeitsbereich und auch für diese Oberflächenstruktur. Man sitzt gut, es ist alles komplett übersichtlich. Ich habe freie Sicht nach hinten raus, ich habe große Fensterscheiben. Hier oben das Panoramadach gibt mir genügend Licht. Hier im Interieur, das ist alles gut. Ich habe große Außenspiegel. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl hier an Bord. Die Sitze, die haben einen nicht zu eng hier hinten, aber geben trotzdem noch ein bisschen Seitenhalt, sodass man nicht ganz verloren ist auf diesen Sitzen. Die Ergonomie hier zum Schalthebel zum Beispiel und die Geschwindigkeit wieder am Lenkrad zu sein. Die Wege hier sind kurz, auch das ist super und das gefällt mir gut. Also wie es halt so ist, für so ein Fahrzeug angemessene Offroad-Strukturen findet man natürlich auch hier relativ schwierig. Trotzdem kann man sagen, das Auto fährt sich souverän auch auf solchen unwegsamen Fahrbahnstrukturen. Das ist schon okay und man hat auch unten rum ganz schön viel Power. Das hätte ich nicht gedacht. Da hilft die E-Maschine, die ja direkt angeflanscht ist, doch relativ viel, dass man hier zügig vom Fleck kommt. Auch mit 129 PS. Wir wissen ja, der 1,4 Liter Motor von Suzuki, der kann normalerweise 140 PS. War in den Vorgängermodellen, ist ja Suzuki Swift Sport und so drin gewesen. Aber durch die Abgasnachbehandlung, Abgasreinigung durch den OPF ist das eben nicht mehr drin gewesen und deswegen hat man dann auch noch die hybride Struktur gewählt. So, jetzt sind wir ganz normal auf der Straße. Das passt alles. Er fühlt sich auch hier ruhig an und das werden wir auch gleich noch sehen mit höheren Geschwindigkeiten, wie handlich und wie angenehm er fährt. Jetzt gehe mal Vollgas. Ja genau, das geht alles sehr gut. Geht alles sehr, sehr zügig. Das ist sehr gut. Ja, der Suzuki Vitara Hybrid, ihn gibt es ja nur als Hybrid. Er war mal als Dreizylinder angeboten. Wurde mal als 1,0 Liter Dreizylinder angeboten, aber der ist jetzt nicht mehr im Programm. Es gibt nur noch diesen einen Motor, den wir hier auch haben. Entweder als Vorderradantrieb oder als Allradantrieb. So, und wo lässt sich die Ausgeglichenheit eines Fahrzeugs am besten demonstrieren, wenn man nicht so wahnsinnig viel Zeit und keine freie Strecke hat, als in einer Auto- oder bei einer Autobahnauffahrt? Und er ist relativ neutral. Das hat man hier auch gesehen. Das ist echt schön. Er hat ein ganz leichtes Schieben über die Vorderachse. Das ist in Ordnung. Auch in der Kombination da vorne werden wir es jetzt gleich nochmal sehen. Aber die Ausgewogenheit und die Neutralität dieses Autos, das ist auch hier sehr gegeben und macht das Auto auch einfach handlich und angenehm zum Fahren. Das werden wir jetzt hier gleich nochmal sehen, in dieser Kombination, die ich etwas flotter hier ja immer nehme. Die kennen wir ja schon aus einigen anderen Videos. Wir haben natürlich jetzt hier Winterräder und Winterreifen und wir haben es leicht feucht hier. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht wegrutschen, aber auch hier sieht man, der fährt sich gut. Der kann schon ganz ordentlich mitfahren. Und ich habe hier den Sportmodus aktiviert und selbst da geht er ordentlich neutral durch die Kurve. So, jetzt aktiviere ich mal den Spurhalteassistenten hier und aktiviere ihn hier zusätzlich. Dann müsste er jetzt gleich die Spuren erkennen, genau, und hält mich so ganz entspannt in der Spur. Jetzt mal noch den Den habe ich jetzt ausgemacht, den Pre-Collision will ich nicht haben, den will ich wieder anhaben, genau. Und
dann die Cruise Control an und stelle sie ein auf 120. Kann man auch in 5er Schritten hochgehen, genau. Hier ist nämlich Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. Fahren wir mal 130. Jetzt schaue ich mal, wie er uns hier in der Spur hält. Ich kann ihn den Abstand noch einstellen. Das ist alles sehr einfach gemacht, wenn man das einmal durchschaut hat. Ich brauchte auch jetzt kurz einen Moment, man hat es ja gesehen, aber es geht und er hält mich wunderbar in der Spur. Jetzt nehme ich mal die Hände weg, um zu schauen, was dann passiert. Dass bitte das Lenkrad festhalten kommt jetzt, genau. Jetzt müsste er gleich piepsen, genau. Und jetzt Dauerpiepston, wenn ich jetzt nichts mache. Dann warnt er mich nur, dass ich die Fahrspur verlasse. Ja, genau, okay. Mehr macht er da nicht. Wir kennen das ja schon von anderen Herstellern, die dann auch einfach das dem Zufall überlassen, dass er dann einfach auf die andere Fahrspur geht und nach diesem Warnen nichts weiter machen. Da sind wir bei anderen Herstellern deutlich weiter. Das haben wir auch schon bei Renault und bei Kia gesagt, dass da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Dass man hier zum Beispiel noch ein bisschen mehr ruckeln kann, also den Fahrer versuchen aufzuwecken. Weil es kann ja durchaus sein, dass der Fahrer dann wirklich ernsthafte gesundheitliche Probleme hat und einfach nicht mehr reagieren kann. Und wenn das Auto dann einfach so loslässt, ist es natürlich nicht gut. Man hat ja gerade gesehen, wie brenzlig die Situation geworden wäre, hätte ich nicht eingegriffen. Deswegen, ja, noch erhebliches Verbesserungspotenzial nach oben mit der Sicherheit der Assistenzsysteme hier und mit der Konsequenz. Aber es funktioniert gut, er hält richtig schön in der Mitte das Auto und wenn ich jetzt auch an den Rand komme, ja, dann pendelt er wieder leicht. Das ist nicht der absolute Hammer, muss ich auch sagen. Man sieht ja auch den toten Winkelassistenten, den hat man gerade gesehen. Aber das ist schon okay, man kommt damit klar, dass das System das Auto dann wieder weglenkt, auch wenn er nicht permanent gehalten wird in der Mitte. So, jetzt mache ich alle Systeme wieder aus, denn wir wollen ja auch wissen, was er kann, wie schnell er kann und vor allem, wie es sich dann anfühlt, wenn er so schnell fährt. So, dann gebe ich im fünften Gang gebe ich jetzt Volllast. Sind wir bei 3500 Umdrehungen, bei rund 150 km/h. Genau, gehen noch weiter. Er zieht ganz gut, auch wenn es jetzt natürlich hier bei 160 ein bisschen zäh wird. Schaltet es in den sechsten Gang. Man merkt, die Umgebungsgeräusche, die werden ein bisschen lauter und werden lauter und werden lauter. Genau, man kann sich jetzt bei der Geschwindigkeit muss man eben die Stimme ein bisschen anheben, um sich jetzt unterhalten zu können. Aber er bleibt nach wie vor, bleibt er ordentlich ruhig, wobei jetzt diese Todeszone wieder ins Spiel kommt. Das leicht unpräzise Steuern hier ist jetzt so, dass man schon ein bisschen mehr darauf achten muss, wohin der Vorderwagen treibt. Das ist jetzt einfach nicht so fahren auf Schienen, sondern das ist auf jeden Fall, muss man ein bisschen aufpassen, okay. Wir können jetzt nicht einfach hier ganz easy mit einer Hand fahren, dann wird das Auto relativ instabil. Die Spurtreue, die ist natürlich jetzt bei 190 km/h, die wir hier fahren, nicht mehr so gegeben wie bei 120 km/h, das ist ganz klar. Aber man kann damit schon ganz klar kommen. So, jetzt fahren wir 190, knapp 190 km/h, mehr kriegt er nicht hin. Der Cupra hinter uns, der überholt uns jetzt. Der ist natürlich ein deutlich stärkeres SUV. Genau, aber ja, man kann damit klarkommen. Es ist jetzt nicht das Auto, wo ich sage, ich möchte damit 600 Kilometer in dieser Geschwindigkeit fahren. Das auf jeden Fall nicht. Übrigens, wer auch Hänger anhängen möchte, der kann dies auch tun beim Suzuki Vitara Hybrid. Wir können hier in der Version 1200 Kilogramm bei 12% anhängen. Das ist in Ordnung. Das reicht nicht für einen Pferdeanhänger, aber das reicht auf jeden Fall für kleinere Gartenabfälle oder auch schon den ein
oder anderen Wohnanhänger, wobei wir den Test natürlich jetzt mit dem Auto nicht gemacht haben. Ja, Suzuki weiß schon, was gut ist, und die können da schon einiges machen, weil Suzuki kommt ja auch aus dem Rallye-Sport, hat dort eine einigermaßen erfolgreiche Tradition und so, das passt schon alles. Und das adaptieren die natürlich hier, sodass man hier auch möglichst rasch über solche Schotterwege fahren kann, so wie hier ja dieses leichte Gelände 1 ist. Ja, der Suzuki Vitara Hybrid, mir gefällt er ganz gut. Man bekommt ganz schön viel Auto für das Geld. Natürlich sind im Innenraum zum Beispiel die Materialien nicht erste Sahne, sondern eben zweite oder dritte Sahne. Das passt aber auch. Käufer, glaube ich, für dieses Auto, Sie möglicherweise, sollten da nicht allzu viel Wert auf die Materialien legen im Innenraum. Aber was gut ist, sind zum Beispiel die Sitzbezüge, Sitzmittelbahnen, die allgemeine Funktionstüchtigkeit der Systeme und Schalter. Man hat noch viele Schalter und Knöpfe, die direkt anwählbar sind und direkt auffindbar sind, mit ein wenig Übung und Einfindung in diese Systeme. Das ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir eine relativ aufwendige Allradtechnik hier unten und ganz gut abgestimmte Technik. Gerade mit dem Fahrdynamikschalter kann man auch die Antriebskraft und Verteilung hier gut justieren. Also Heckantrieb lastig bisschen oder voll auf Allradantrieb. Sogar eine Sperre ist drin, die nicht zu 100% sperrt, aber es reicht auch für diese Größe, dass man nicht absolut 100% Sperrwirkung da erwirken möchte. So, und ansonsten sieht er ganz schick aus, finde ich. Er sieht von vorne ganz okay aus. Man hat das einzige Manko, was mir wirklich nicht so gut gefällt, ist dieser Mild-Hybrid, diese Abstimmung des Mild-Hybrid. Immer wenn man natürlich vom Gas geht, rekuperiert der und es bremst ein bisschen ein. Das heißt, es ist kein Freilauf. Wenn man Freilauf haben möchte, dann muss man die Kupplung immer drücken. Und das möchte man natürlich beim Fahren nicht, vor allem in der Kurve nicht. Denn dann bleibt das Fahrzeug nicht stabil in der Kurve. Das heißt, man hat immer diese leichte Verzögerungswirkung beim Rekuperieren. Und das ist natürlich nicht die effizienteste Art zu fahren, wenn man dauernd rekuperiert. Die effizienteste Art zu fahren ist natürlich, das Auto rollen zu lassen, Freilauf zu lassen. Aber wenn man das natürlich immer konsequent macht, dann hat man natürlich auch keine Rekuperation und auch keine Energie in der Batterie. Dann müsste man die irgendwie extern zuführen. Und das möchte man bei diesem Konzept ja auch nicht machen. Erstens wegen Kosten, es ist teuer. Und zweitens auch wegen der Nutzbarkeit war das hier in diesem Konzept nicht vorgesehen. Ja, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Das hoffe ich, das hoffen wir. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie doch einen Daumen hoch, einen Kommentar. Lassen Sie mich wissen, lassen Sie uns wissen, wie Ihnen das gefällt, hier das Auto. Vor allem, was ich aber vergessen habe, jetzt bin ich gerade mittendrin in der Abmoderation, aber was ich hier vergessen habe, das habe ich noch nie gesehen. Da wir hier Keyless haben in der Komfort Plus Variante, Keyless Go, das heißt Schlüssel bleibt in der Hosentasche. Wir drücken auf die, man sieht es normalerweise, ich gehe jetzt mal nochmal rum, das muss noch sein, man sieht es normalerweise in den Türgriffen, diesen kleinen Knopf, den sieht man ja relativ häufig bei Fahrzeugen, den drückt man dann und dann kann man hiermit die Tür entriegeln, wenn man den Schlüssel in der Hosentasche hat. Das ist keine neue Funktion, aber Suzuki hat sich das einfallen lassen und hat noch in die Heckklappe so eine Aussparung gemacht hier. Und hat da einen Knopf reingemacht, damit man auch die Heckklappe mit Keyless öffnen kann, weil es anscheinend sonst dieser Mikroknopf hier nicht zugelassen hätte, diesen Schlüssel in der Hosentasche zu erkennen. Deswegen dieser Knopf in der Heckklappe. Naja gut, also wenn es Ihnen gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn Sie nicht gefallen hat, dann sagen Sie uns warum. Wir lesen jeden Kommentar und beantworten auch fast jeden Kommentar. Und damit verabschieden wir uns und sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.